Bevor das Video losgeht, ungefähr 10%, die unsere Videos schauen, haben den Kanal abonniert. Also wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Danke. Ja, hallo, Christi, servus zu einem neuen Video. Heute sind wir wieder im wilden Kreis unterwegs. Und zwar gehen wir heute auf die Reger im Spitzenaffe. Mit dabei ist wieder die Niki. Hallo miteinander. Ja, also Ausgangspunkt ist Wochenbrunner Alm in Elmau. Wir haben jetzt insgesamt 3 Stunden Aufstieg geplant. Es sind 1060 Höhenmeter. Und der letzte Teil davor ist ein bisschen was zum Klettern. Und genau, wir nehmen ihn mit. Viel Spaß dabei. Ja, bei so einem schönen Herbsttag wie heute ist sehr viel los da herin. Beim wilden Kaiser. Aber das verläuft sich eigentlich alles, weil man überall auf jede Spitze auf für die Crew, die angehen Klettersteig, die angehen Wandern, die angehen nur zur Gruttenhütte. Also, jetzt schauen wir mal, wie viel heute da los ist bei der Rega im Spitzen. Und nachher sehen wir sie. Ja, nach ca. 10 Minuten kommt man da bei der Gaudiamus-Hütten vorbei und wir gehen jetzt da die Richtung auf und da ist dann Regabspitzen, also rechts vom Emmerer Tor geht man da jetzt rauf. Da links in Dumme über den Buckel war dann die Gruttenhütten, aber wir schauen jetzt mal die Seite. Wir sind jetzt ungefähr eine halbe Stunde gegangen. Ich muss sagen, wenn ich den Trubel nicht mag von so viel Leuten, dann ist das eine gute Alternative. Weil wir haben jetzt fast gar keine Leute gesehen. Und ich glaube, das wär's dann nicht mehr. Ist zwar ein bisschen eine schwere Tour, aber eben wenn ich ungestört wandern möchte, nachher ist das eine gute Tour. Ja, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde gegangen. Da oben sieht man dann schon ins heutiges Ziel. So, von da sieht man schon um auf die Gruttenhütten. Da im Hintergrund der immer halt. Da haben wir auch schon ein Video, das verlinke ich einmal um innen. Über Kopfteilgrad um sind wir da gegangen. Das ist eine bergige Tour. Aber bei uns geht's jetzt da rauf. Ja, wir sind jetzt ca. 1,5 Stunden auf dem Weg. Haben jetzt 730 Höhenmeter hinter uns. Und gute 300 Höhenmeter haben wir noch. Und jetzt kommt wieder mal die Kletterpassage. Jetzt sind wir hier oben. Da unten sieht man den Weg, wo man umgegangen ist. Am Anfang ist es noch ein bisschen im Schaden, im Wald. Und dann ist eigentlich alles in der Sonne. Also eine Schüttelkappe oder Sonnenbrillen war zu empfehlen. Und da sieht man jetzt, einmal jetzt kurz vor Einstieg in die Felswand. Da sind jetzt ein paar Kletterinnen. Ah, sehr beliebt im wilden Kreis, also überall kann man aufklettern. So, jetzt fängt der Weg schon steiler werden an.
Und ja, lang darf das nicht mehr sein, aber jetzt können wir dann in die schwierigen Passagen rein. Naja, da sieht man, da hinten geht dann der Weg durch. Da geht's abwärts. So, also ich muss sagen, bis jetzt hat super Weg. Es ist jetzt dann ein bisschen steiler, weil wir so eine Steige gut begangen, sagen wir mal so, befestigt. Und bis jetzt gefällt es mir gut. So, da geht jetzt der Weg. Das ist ein bisschen geröllmäßig über und nur mehr über Steine. Da ist dann wichtig, dass man aufpasst, dass man nicht viel Steine lostritt, dass man da ein bisschen schaukt. Und halt generell genauso generell Trittsicherheit mit sich bringt. So, zurecht finden tut man sich da gut, weil ein paar Meter sieht man da die Markierungen. Also verloren geht tut man da nicht. So, da oben ist jetzt endlich mal Regenband angeschrieben. 45 Minuten da hinten rauf und da hinten rum. Gehen jetzt zum kleinen Dörl. Ist da nicht mehr weit. Das Gelände wird jetzt etwas schwieriger. Da liegt sogar noch ein bisschen Schnee. Da werden jetzt die Stecken auch eingepackt, oder? Da gehen schon einen Weg um. Und man stößt halt echt eher was los mit den Stecken. Ja, und mit den Händen und Füßen da rauf ist dann besser als wir mit den Stecken. Ja, das sind jetzt die letzten 150 Höhenmeter in dem Gelände. Also, das ist dann eine schwere Bergtour. So, das ist jetzt einmal. Schauen wir mal jetzt eure Kletterei. Oder was machst du? Na, Stiegheimer. So, da sind jetzt Markierungen, muss man schon ein bisschen danach suchen. Die sind da hinten. Ich glaube, wir sind jetzt da einen frischen Dings aufgegangen. So, ja. Wir sind da aufgekraxelt. Eigentlich war da der Weg auf, aber. Ich würde zweimal sagen und einmal gehen, als wir umkraten. Jetzt sind wir wieder auf Spur. Da oben sieht man wieder schön Markierungen. Das geht jetzt da hier. Da sieht man in der Tür. Sind wir gleich da. So, da pfeift jetzt der Wind durch, ganz schön. Jetzt ziemlich kalt jetzt da. Wir sind jetzt in Rom. Wie lange haben wir gebraucht? 2:40 haben wir ungefähr gebraucht. 2:40, ja. Aber auch jetzt mit den Aufnahmen und so. Also ich glaube, wenn wir die jetzt nicht gemacht hätten, wären wir ein bisschen schneller gegangen. Also wir haben uns keinen Stress da. Ich muss sagen, bergiger Weg, das letzte Stück ist dann schon zum Klettern eigentlich. Weil so, wer sich das nicht zutraut, ist das nichts. Aber das Schwierige ist eh, den Form gibt für das. Genau. Und machen fast ganz auf. Ja. Ja. Dann, wir hatten jetzt gedacht, dass wir nur das kleine Dörl anschauen, weil wir da eigentlich vorbeigegangen sind beim Wochengehen. Und
schauen wir, ob wir da noch schnell umgehen, weil das dann auch noch leid ist, oder? Ja. Also da, wenn man da hinten durchschaut, sieht man das Kirchner Chor mit Fritz Blom hinten. Und hinten wäre sehr schöne Skitouren. Da die restlichen Berge immer noch halt. Da hinten Ackerlspitz. Bärige Aussicht. Ah, haben wir schon einen Freund. So, wir sind jetzt ca. 20 Minuten den Weg wieder bergab gegangen, den gleichen von der Regen im Wand. Und nachher kommt man da wieder auf die Kreuzung zum kleinen Törl. Das ist da hinten. Und das nehmen wir jetzt auch gleich mit, weil es nicht mehr weit ist und wir uns nur fit fühlen, oder? Genau. Seht ihr das auch noch? So, da bei dem Weg merkt man wieder, dass jetzt schon den ganzen Tag die Sonne sicher scheint, weil es ist jetzt schon wieder ziemlich warm. Im Gegensatz zu den eisigen Winden auf der Spitze rum. So, wir sind jetzt hinten bei einem kleinen Dörl, wenn man da den Hintergrund sieht. Wir sind jetzt gerade auch, weil der Wind so bläst. Ich hoffe, man versteht ihn. Aber auf jeden Fall zum Mitmachen. Geht mal eine Viertelstunde oder sowas, dann immer noch. Und ja. Ja, es ist ein netter Weg noch rauf. Insgesamt sind wir jetzt auf 2205 Meter. Und jetzt fast wieder bergab. Geht's wieder bergab, ja. Da unten zum Wochenbrunnen sieht man von da schön. So, wir sind jetzt wieder runter auf dem Parkplatz. Ich muss sagen, super Tour. Man muss gerade schauen, bei der Beschilderung geht man zum kleinen Dörl und dann erst oben ist die Ringer im Wand beschrieben. Aber siehst, wunderschöne Tour. Hat uns gut gefallen. Ja. Genau, wenn es Ihnen auch gefallen hat, nachher lasst einen Daumen nach oben da und abonnieren nicht vergessen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus.